So, hallo liebe YouTuber, liebe Modelleisenbahner, SoundfahrerInnen und die, die es werden wollen. Jetzt kommt das Video mit dem 1216er Taurus, mit meinem aktuellsten Sound, das ich euch schon gezeigt habe auf dem ESO-Programmer, wie das klingt. Rüsten wir die Maschine mal auf. Ich zeige euch jetzt hier den Rager Taurus. Der hat nämlich den etwas besseren Lautsprecher drin, beziehungsweise eine bessere und etwas größere Schallkapsel. Da kommen die tiefen Töne auch ein bisschen besser rüber. Rüsten wir das Maschinchen auf und auch die Waggons aufdrehen. So. So. Läuft. Da gleich der Bügel, der neue. Mit einem kleinen Blitzgeräusch. Schalter ein und Standgeräusch mit Trafo ist hier. So, ja. Jetzt hört ihr das mal am Modell, wie das klingt. Also das ist natürlich tausendmal besser. Kommt viel besser rüber, wenn man dazu einfach eine Maschine sieht, die fährt. Und vielleicht nicht perfekt, aber mir gefällt es sehr gut. Und mit dem Lautsprecher hier drinnen, da ist ein Timo-Lautsprecher mit einer größeren Timo-Schallkapsel drin, weil die haben jetzt zwei oder drei unterschiedliche Größen für diese 15x11x8 mm Lautsprecher. Und da ist jetzt der größte mögliche drinnen. Und deswegen klingt das auch etwas basslastiger. Das sind eigentlich nur so Handy-Lautsprecher, kann man sagen, aber die klingen wirklich gut. So, dann werden wir mal loslegen. Hoppla. Ja, Kuppelgeräusch. Ist jetzt auch drinnen, was ich bekommen habe. Und das Fahren, um das es ja geht, das klingt jetzt so. Los geht's. So. Man hört hier schön den zweiten Motor im Hintergrund, dieses helle Geräusch und das dumpfe Geräusch. Also das zweite Motorengeräusch, was ich gemacht habe, um den ein bisschen Würze zu verleihen, was ihr schon von meinem ersten 1216er Sound kennt. Und das dumpfere, was ihr jetzt hört, sind vom Taurus die Originalfahrmotoren, die man hört. Dieses Brummen. Es klingt eigentlich geil, oder? Also mir gefällt es ja gut. So werde ich den jetzt auch mal eine Zeit lang lassen, außer mir fällt wieder ein, irgendwie, dass ich ihn verbessern kann, dann tue ich das schon, aber so lange lasse ich ihn so, wie er jetzt ist, das gefällt mir schon verdammt gut bis jetzt. Fahren wir mal schnell. Und runterbremsen auf die Hälfte. Stehen bleiben.
Ja, so klingt es mein aktuelles 1216er Soundprojekt. Das habe ich selbst gemacht eben. Natürlich dank auch einigen Aufnahmen von Taurus-Fan und natürlich auch von jemandem, der meine Projekte bereits hat. Die habe ich natürlich gleich zugeschickt, so wie das jetzt hier ist. Habe ich es allen eigentlich zugeschickt, die von mir schon die Projekte hatten, mit dem Update. Das mache ich auch meistens so, wenn ich nicht vergesse oder wenn ich auch. Also wenn ich nicht vergesse, die überhaupt zu schicken, beziehungsweise wenn ich noch weiß, wem ich das alles geschickt habe, bekommen die automatisch auch meine Updates. Also bis jetzt ist das, finde ich, ein verdammt geiler Sound, gefällt mir selbst wirklich sehr gut. Und es ist zumindest ein bisschen realistischer, auch wenn ich es nicht hundertprozentig schaffe, aber naja, für einen Laien, der das so eigentlich noch nie gemacht hat und damit auch nichts verdient und so weiter, ist das, glaube ich, nicht so übel. So, jetzt werden wir nochmal anfahren ein paar Mal. Und stehen bleiben. Jetzt muss ich der Kompressor wieder mit einmischen. Mittendrin. Immer das gleiche mit ihm. Das ist unverbesserlich. Hoppla. Ich wollte eigentlich die Richtung immer umschalten, aber das ist auf der Multimaus nicht leicht, damit man das Geräusch hört. Ihr wisst eh schon, den Wendeschalter. Dann machen wir es anders. So. Jetzt. Das wollte ich euch zeigen, auch auf der Maschine. So, nochmal. Fahren, normal jetzt in die Richtung. Wir fahren ein bisschen langsamer an jetzt. Und langsamer abbremsen. Muss ich der Kompressor schon wieder einmischen? Ja, das war's mal mit dem Sound, also mit dem Fahrgeräusch. Jetzt habt ihr auch mal gehört, wie das am Modell klingt. Ich finde, ein Modell klingt das wirklich Hammer. Es kommt viel besser rüber, als wenn man es nur am Logprogramm simuliert. Und es macht, finde ich, schon was her. Und ja, wird bei mir auf jeden Fall jetzt so bleiben, bis ich es vielleicht wieder ein bisschen verbessern und updaten kann. Aber so weit, so gut. Fahrgeräusch ist ein bisschen besser. Diese Dauerfrequenz beim Anfahren hört man natürlich nur in den ersten. Etwa im ersten Viertel der Geschwindigkeit, dann schaltet es auf den Motor um, was ich euch hier am Logprogramm schon gezeigt habe, wie das geht. Und dann davor, also kurz davor, kommt auch schon die Motorstufe 2 dazu, dass man dieses Heulen, dieses Aufheulen hört. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir werden abrüsten. So klingt mein aktueller 1216er Sound. Ich hoffe, der gefällt euch. Hab mich da bemüht. Mir gefällt er und er wird auf jeden Fall jetzt mal eine Zeit lang so bleiben. Gut, das war schon wieder. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt in die Kommentare natürlich gern schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
und schönen Sonntag.